Tja, aber jetzt stehe im Vordergrund die Klärung des Sachverhalts und nicht Personalfragen. Das sagte auch die Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirz heute vor der Bundespressekonferenz. Und diese Pressekonferenz muss ihr endlos vorgekommen sein. Wieder und wieder bohrten die Hauptstadtkorrespondenten nach. Wann wusste die Kanzlerin was? Und wieder mühte sich die stellvertretende Regierungssprecherin, nicht von der Sprachregelung des Kanzleramts abzuweichen. Das war zäh. Ich versuche es gerne noch einmal. Also ich habe es schon versucht, eben auch darzustellen. Es ist so, dass diese Unterlagen praktisch ja Arbeitsmaterial für den Untersuchungsausschuss sind. So, die haben ihre Arbeit aufgrund dieser Unterlagen gemacht, weitergetrieben, einen Beweisantrag gestellt, der sich sozusagen aus diesen Unterlagen ergeben hat. Und dann ist dieser Beweisantrag an die Bundesregierung gestellt worden. Und in der Abarbeitung dessen, indem man diesen Beweisantrag abgearbeitet hat, hat man neue Erkenntnisse bekommen. Aber warum kommt der Untersuchungsausschuss zu Erkenntnissen, die eigentlich die Erkenntnisse sein müssten der Fachaufsicht des Kanzleramtes? Weil es praktisch sich weiterentwickelt hat, weil man praktisch, also durch die Fragen, die in diesem Beweisantrag aufgeworfen worden sind, neue Erkenntnisse gefunden hat. Das ist einfach eine zeitliche, prozedurale Entwicklung. War man da im Kanzleramt vorher blind, wollte das nicht sehen? Und sind die Parlamentarier da genauer, exakter? Oder hat sich plötzlich bei Herrn Altmaier eine neue Interpretation aufgetan aufgrund der Hinweise aus dem parlamentarischen Raum? Also, denn es ist einfach eine Entwicklung, die durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses natürlich auch noch einmal weitergetrieben worden ist. Und darauf, aufgrund dessen, hat man neue Erkenntnisse gefunden. Herr Steiner. So, ja, jetzt. Frau Wirz, weil wir eben so hübsch uns am Organigramm entlang gehangelt haben, würde ich dann doch jetzt gerne noch mal wissen, ab wann und zu welchem Zeitpunkt war die Kanzlerin persönlich eingebunden, wenn sie es denn überhaupt war? Also ich kann jetzt für den jetzigen Stand der Dinge das sagen und Sie können davon ausgehen, dass sie auch zeitnah unterrichtet worden ist, als es sozusagen die Notwendigkeit dafür bestanden hat. Aber ich werde Ihnen jetzt auch keine Zeitfolge des Kenntnisstandes geben, aber Sie können davon ausgehen, dass die Bundeskanzlerin natürlich zu gegebenen Zeitpunkt, als Defizite klar geworden ist, dann auch entsprechend informiert wird. Das heißt vor wenigen Tagen? Ich kann Ihnen sagen, dass sie zu dem richtigen, gegebenen Zeitpunkt informiert worden ist. Also nachdem? Nachdem die Defizite klar geworden sind, genau. Herr Jung noch mit einer Frage. Frau Wirz, die Kanzlerin sagte mal, Ausspähen von Freunden geht gar nicht. Gilt das noch? Ja, natürlich gilt das noch. Und wenn es da Verfehlungen gibt? Naja, ich habe doch hinreichend ausgeführt jetzt hier, ich glaube die letzte Stunde schon fast, dass es jetzt darum geht, den Sachverhalt aufzuklären, dass Konsequenzen gezogen werden, dass organisatorische Defizite beim BND aufgedeckt worden sind und dass jetzt entsprechend auch die Konsequenzen gezogen werden. Herr Steiner, auch noch mit einer ganz kleinen Frage dazu. Hat die Kanzlerin Zweifel daran, dass der Satz auf deutschem Boden muss deutsches Recht gelten, uneingeschränkt gegolten hat? Das muss ich gerade nachdenken. Dass deutsches Recht auf deutschem Boden gilt, davon können Sie ausgehen, dass das natürlich sozusagen die Präambel des Regierungshandelns ist. Am 6. Mai wird sich das Parlamentarische Kontrollgremium in einer Sondersitzung mit den Vorgängen befassen. Der NSA-Skandal zieht also immer weitere Kreise. Da bleibt einem die Spucke weg,